Bonjour, Tricolora, hola, qué tal und was es noch alles andere weitergibt. Hallo, zurück in Mercuria, hier bei Dreamfall Chapters. Wir haben in der letzten Folge, wo sind wir hier überhaupt? Was? Moment, wieso sind wir denn jetzt noch hier? Es ist immer so phänomenal, wo das Spiel mich hinspawnt, wenn ich eigentlich speichere und das Spiel beende. Nun gut, also, wir haben in der letzten Folge ja unten am Hafen versucht, da eine Wache ein wenig abzulenken. Was nicht so wirklich funktioniert hat. Da laufen wir jetzt nochmal hin. Wo laufen sie denn hin? Und, ihr habt mir was in die Kommentare geschrieben. Vielen lieben Dank für eure Hinweise und Tipps. Man sagte mir, ich solle auf immer dran denken, seid dem stets wachsam, Bürger. Markt mich nochmal umschauen, da würde es wohl eine Hilfe geben. Und als ich das gelesen habe, kam mir dann so die Moment, da lang. Kam mir dann so eine klitzekleine Idee, wer mir da helfen könnte. Der Pip oder Dip, Dip. Der Dip, der Knoblauch-Dip da. Wie hieß der denn jetzt? War das ein Pip, war das, glaube ich. So, wir müssen aber jetzt, dadurch, dass wir jetzt da oben gespawnt sind, noch einmal zu dem Haus, damit wir da dann wahrscheinlich die Info bekommen. Aha, da kommen wir nicht rein. Wir laufen den ganzen Tag. Es gab bestimmt auch eine kürzere Route, aber... wow, das sieht aber schön aus. War das vorher auch schon so hier? Das sieht echt cool aus. Ja. Oh, langsam. Guten Tag. Wer ist da? Keiner. Magisches Ghetto. Auch Frankfurt Hauptbahnhof genannt. Entschuldigung. Beziehungsweise nicht der Bahnhof, sondern eigentlich mehr... das Umfeld um den Bahnhof. So, wir sind jetzt hier auf dem Markt und ich muss das wahrscheinlich erst auslösen, wa? Dass ich da nicht weiterkomme. Ah, ich sehe nämlich hier auch nichts. Hier lang war das. Dann hier links, da runter und dann sind wir da. Jawoll! Wie gesagt, mit Sicherheit gab es da auch einen schnelleren Weg, aber... ich bin froh, dass ich mich jetzt so einigermaßen hier zurechtfinde. Da war's. Hier finden offizielle Angelegenheiten nach Sadi statt. Ihr solltet euch umdrehen und gehen. Ja, ja. Da komme ich auch nicht rein. Geht weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Ah, es hätte ja klappen können. Nun gut, also dann haben wir jetzt die Info. Jetzt hier wieder hoch. So, Ziele aktualisiert. Wir finden einen Weg, die für Ablenkung zu sorgen. Genau. Dumm, die dumm, titum. So, jetzt wollen wir mal hier Kögendön. Da, ach, guck an, auf dem Brunnen. Ich wusste es doch. Bip, genau, so hieß er. Hallo. Ja, hallo. Habt ihr diesen Überläufer gefunden, den ihr gesucht habt? Ja, habe ich. Dank dir. Habt ihr ihn getötet? Nein, habe ich nicht. Er befindet sich in unserem Gewahrsam. Ihr solltet ihn töten. Er ist ein Verräter. Nun, manchmal verdienen selbst Verräter eine zweite Chance. Echt? Hm. Seid ihr auf einer weiteren Mission? Vielleicht. Es tut mir leid, Junge, aber ich bin ziemlich beschäftigt. Lasst mich helfen. Der Junge könnte sich als nützlich erweisen. Aber ich weiß noch nicht wie. Ich werde ihn nicht mehr Gefahren aussetzen als unbedingt nötig. Na komm, ein bisschen die Wache ablenken kann er ja wohl tun. Der Junge. Ich brauche gerade keine Hilfe. Was? Aber wenn, sage ich dir Bescheid. Klar. Och. Ist ja nicht so, dass ich was Besseres zu tun hätte. Keen, bist du bescheuert? Oh Mann. Gibt's hier sonst noch was? Was sind denn das hier für Grafikfehler jetzt? Zauberschnitten. Ah, du willst nicht mit mir reden. Zauberschnitten. Iranische Asche. Was? Wieso kann ich das denn jetzt auf einmal nehmen? Das Zeug ähnelt unserem Schwarzpulver, aber es brennt länger und langsamer. Ah! Es ist ein mächtiger Sprengstoff, der als Treibladung für Musketen und Feuerblumen verwendet werden kann. Geräuchertes Elkwarnfleisch, eingelegter Garnelenkäse, wird verwendet, um Dinge dunkelrot zu färben. Und alles in einem Kost-Hefebrötchen. Wird was? Jetzt hör doch mal auf zu quatschen. Rote Farbe. Danke. Kleine Krötenhoden.
eine häufig alchemistische Zutat hier in den Nordländern. Hier ist Makurias führende Zauberschnitterin. Gelesen. Bereit die Zauberschnitterei genau nach eurer Bestellung. Ja, halt die Klappe. Ich will hören, was Keen mir sagt. Sonnenwurmessenz wird gewonnen, indem man die Würmer der Sonne aussetzt, bis sie Blasen werfen und zu gären beginnen. Dann werden sie zerquetscht und der Saft in Flaschen gefiltert. Zauberschnitten, hier gibt es leckere Zauberschnitten. Ich habe irhadianische Asche noch nie mit meinen eigenen Augen gesehen. Sie soll dreimal so stark sein wie Schwarzpulver. Was macht ihr da, mein Freund? Wollt ihr mich etwa bestehlen? Ihr seid doch sicher kein Dieb. Ein großer, gut gebauter Kerl wie ihr. Nein, ich doch nicht. Was kann ich für euch tun, mein Freund? Wie wäre es mit einer leckeren Zauberschnitte? Nein, ich will... Auf eurem Schild steht Zauberschnitten und Feuerblumen. Ach ja, früher habe ich die besten Feuerblumen in der Altstadt gemacht. Spektakuläre Dinger, die den Nachthimmel erhellten. Wunderkerzen und Leuchtfeuer, Böller und Sternenregen. Böller. Aber das war einmal, fürchte ich. Alchemie fällt heutzutage wohl unter die Definition von Magie und ist daher strikt verboten. Ich kann euch jedoch eine köstliche Zauberschnitte machen, garantiert magiefrei und ohne Schnittwunden. Selbst wenn ich hungrig wäre, klingen diese Zauberschnitten recht dubios. Aber wenn es dabei hilft, sie abzulenken? Ich habe früher schon Feuerwerk gesehen. Es ist spektakulär und macht eine Menge Krach. Eine perfekte Ablenkung. Ich muss mich um andere Dinge kümmern. Ich werde später zurückkommen. Ich nehme eine eurer Zauberschnitten. Wunderbar. Kommt hier rüber, mein Freund. Nein. Zauberschnittentheke. Ja, Zauber, du bist auch so eine Zauberschnitte. Kommt hier rüber, mein Freund. Hey, fass das nicht an. Das ist empfindliche Alchemie und es wird euch wahrscheinlich die Hände wegsprengen. Wenn das passiert, schließen die Asadi meinen Stand und sperren mich ein. Na, hallo, jetzt komm her. Sandwicher. Sandelfen-Name. Hallo, jetzt komm her. Na? Kann ich euch mit einer köstlichen Zauberschnitte locken? Ich bin die beste Zauberschnitterin in der ganzen Altstadt und auch die einzige. Warte danke, mal. Danke. Quatsch mich. Ja. Nun gut. Ja, quatsch mich doch nicht voll. Lass mich gehen. Vielleicht könnte mir jetzt hier endlich mal helfen. Habt ihr eure Meinung geändert? Braucht ihr meine Hilfe jetzt? Der Junge. Ich brauche gerade keine Hilfe. Och Mann, also doch eine Schnitte. Geräusch. Selbst wenn... Ich nehme... Wunderbar. Kommt hier rüber. Kommt das Ganze auf ein gebratenes Fladenbrot, auf ein gedämpftes Hefebrötchen oder in eine gebackene Getreidetasche? Das ist ja wie bei Subway hier. Moment, meine Maus da. Was war das noch gleich? Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich bin ziemlich sicher, dass das keine Rolle spielt. Gedämpftes Blötchen. Brötchen. Heftige Hinterbacke. Ich meine, geheftetes Brotdämpfchen. Beim Gleichgewicht. Gedämpftes Hefebrötchen kommt sofort. Ich hab leckeres. Hey, was macht ihr? Ich hab doch. Oh, gut, ihr seid zurück. Jetzt bleibt aber stehen, während ich eure Zauberschnitte zubereite. So, Fleisch. Heute habe ich geräucherten Elkwan, eingelegten Salzwasserbeißer und Kätzchen Carpaccio. Kätzchen? Kätzchen? Alter! Wir hatten manchmal gekochten Elkwan in der Mönchsfeste. Er schmeckte nach Schuhwerk und ganz gleich, wie lang und fest man darauf rumkaute, das Fleisch gab nie nach. Ein Biss eines ausgewachsenen Salzwasserbeißers bedeutet für das Opfer einen qualvollen, langsamen Tod. Wie ist das Elkwarnfleisch? Verdächtig zart, dünn geschnitten, gesalzen und mindestens 11 Jahre lang geräuchert. Zergeht euch auf der Zunge. Ja, das tut es. Irgendwann. Wahrscheinlich werde ich das bedauern. Solange ihr mindestens 7 Minuten lang nicht schluckt, ist alles völlig in Ordnung. Und nun ein Tee Schuss über die Runden hiervon. Hilft. Sehr schön animiert. Und ein bisschen von dem und ein Quäntchen von diesem. Häppchen, seid lieber noch nicht satt, seid lieber noch nicht tot. Das Zauberschnittermesser schneidet euer Brot. Wie wäre es mit ein paar fermentierten Mondsamen dazu? Das klingt nicht besonders appetitlich. Nein, danke.
Wie ihr wünscht. Zur Sonnenseite Käse, zur anderen das Fleisch. Die Zauberschnitterei ist... Irgendwas war das. Gekreisch? Also wenn man es schon nicht animiert, dann möchtet hätte man das... ein bisschen knuspriges Bitterblatt? Dann hätte man es ja wenigstens so animieren oder beziehungsweise so programmieren können, dass sie mit dem Rücken zu uns steht. Aber naja. Das klingt nicht besonders appetitlich. Nein, danke. Wie ihr wünscht. Und nun ein Schuss hiervon und eine Prise davon und ein bisschen von etwas, dem. Etwas, das euch bis zum Tee über die Runden hilft. Ein Mitternachtshappen, frühes Seid lieber Frühstück. Noch nicht satt, seid lieber noch nicht tot. Das Zauberschnittermesser schneidet euer Brot. Oh, Zauberschnitte. Häppchen, gut. Hier bitte genau wie bestellt. Größtenteils. Ein paar Änderungen musste ich vornehmen. Denkt daran, gut zu kauen und schluckt nicht zu früh. Sollte euch irgendetwas Unwohlsein bereiten, dürfte ein Löffel Essig Abhilfe schaffen. Falls nicht, sucht bitte umgehend einen Arzt auf. Hier ist Makurias führende Zauberschnitterin. Bereit die Zauberschnitterin. Ich hab Salz, ihr seht nicht aus wie meine üblichen Kunden. Ihr seid viel größer und irgendwie undeutlich. Das Gleichgewicht sei verdammt. Ich glaube, ich brauche eine Brille. Ja, ja. Warum? Ihr seht kann ich mich... wie meine üblichen Kunden. Ich kann mich nicht mit dir unterhalten. Ihr seid viel größer. Okay. Denkt an mich, wenn ihr habt, ja? Moment, dein ist kein Stand. Was ist mit dir? Hallo. Früher habe ich alle möglichen magischen Waren. Ach ja, jetzt. Tut mir leid. Die Transfrau. So, du redest nicht mit mir. So, jetzt vielleicht mit dem Knoblauch... Bip. Ich will immer Knoblauch-Dip sagen. Habt ihr eure Meinung geändert? Braucht ihr meine Hilfe jetzt? Ja, 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 endlich. Der Junge, er könnte sich tatsächlich als nützlich für mich erweisen. Du möchtest helfen? Ja. Selbst wenn es gefährlich ist? Naja. Na, was glaubt ihr denn? Was weißt du über Feuerwerk? Ihr meint Feuerblumen? Ich weiß alles. Mein Vater macht jedes Jahr zum Wendefest bakschewanische Kerzen. Na schön. Komm mit. Ja. Jetzt könnten wir... Na, kann ich euch mit einer köstlichen Zauberschnitte locken? Ich bin die beste Zauberschnitte... Ja, 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 quatsch mich nicht voll. Selbst wenn ich hungrig... Ich nehme eine eurer Zauberschnitten. Wunderbar. Kommt hier rüber, mein Freund, an meine Zauberschnittentheke. Zauberschnittentheke. So, jetzt, Bip, wo zur bist du? Zur Sonnenseite Käse. Ja, 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 ja. Fleisch, die Zauberschnitterei ist... Irgendwas war das. Habe ich nicht gesagt, ihr sollt still stehen bleiben und euch nicht bewegen? Eine Zauberschnitterin Schnell. Muss völlig Schnapp dir diese Zutaten. Hey, hey, geht was klar. ist mit eurer... Dieb, weg da mit dir, kleiner Bastard. Sonst rufe ich die Stadtwache. Tee über die Runden hilft, ein Mitternachtshappen. Das war's nicht. Ah, ihr seid zurück. Wollt ihr eure Zauberschnitte oder nicht? Ja. Ich wollte, ich will. Ich wollte, ich will? Was ist das denn jetzt hier? Ich führe meine Zauberschnitterei hier aus. Nicht da drüben, sondern genau hier. Häppchen, Gaumen folgen, Leckerbissen. Nimm die Chemikalien. Ein Schuss hiervon? Hey! Hey! Ah. Was soll das werden, du kleiner Dieb? Etwas, das... Ihr seid also zurück. Wieder mal. Soll ich mir überhaupt die Mühe mit eurer Zauberschnitte machen? Bitte. Na los, kommt her. Die Zauberschnitterei beginnt gleich. Seid lieber noch nicht... Woanders geht's ja nicht, seid oder? Seid lieber noch nicht tot. Das Zauberschnittermesser schneidet euer Brot. Zur Sonnenseite Käse, zur anderen das Fleisch. Die Zauberschnitterei ist... Irgendwas Nimm die Chemikalien. Gekreisch? Eine... Nichts anfassen! Ach, was ist denn da? Häppchen, Gaumen... So geht das nicht. Leckerbissen. Ihr seid also zurück. Wieder mal. Soll ich mir überhaupt die Mühe mit Nein, einer Zauberschnitte ich machen? Nein, ich will... Bitte. Vorsichtig, mein Freund. Diese Pulver sind gefährlich und illegal. Ja. Ich sollte wirklich all meine Chemikalien wegpacken, bevor etwas Schlimmes passiert. Hm. Oh nein, tut sie das jetzt wirklich? Nein. Ich will nochmal das Auswahlmenü. Ihr seid also zurück. Wieder mal.
Soll ich mir überhaupt die Mühe mit eurer Zauberschnitte machen? Bitte. Ich führe meine Zauberschnitte rein. Ich will mal die Feuerblume nutzen. Nicht da drüben, sondern genau hier. Wenn sie sich vielleicht umdreht? Und nun ein Schuss hiervon und eine Prise davon. Häppchen, Gaumenfreuden, und ein bisschen von dem. Leckerbissen. Und ein Quäntchen von diesem. Petersilie? Bitte. Hervorragend. Zum Tee. Nimm die Chemikalien. Ja! Dieb! Oh. Weg da mit dir! Kleiner Bastard, sonst ruft... Das darf doch nicht wahr sein. Was ist das denn für eine Kacke hier? Jetzt komm hier rüber. Jetzt komm. Meine Güte, ey. Ihr seid also zurück. Ja, 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 beweg dich. Soll schwing die Hufe. Soll ich mir die Mühe mit eurer Zauberschnitte machen? Bitte. Na los, kommt her. Die Zauberschnitterei beginnt gleich. Ja, ich bin doch schon längst da. Seid lieber noch nicht satt. Ich seid lieber noch nicht tot. Das Zauberschnittermesser schmeckt euer Brot. Zur Sonnenseite Käse, zur anderen das Fleisch. Die Zauberschnitterei ist... Irgendwas war das. Gekreisch? Wie wäre es mit ein paar fermentierten Mondsamen dazu? Alles... Bitte. Hervorragend. Jetzt. Nimm die Chemikalien. Hey, hey. Ich geb's auf, was ich geb's soll das auf. Werden, du kleiner Dieb? Warum dreht sie sich denn rum? Etwas, das euch... Ihr seid also zurück, wieder mal. Soll ich mir überhaupt die Mühe mit eurer... Ah, dass man das nicht abkürzen kann. Bitte. Kommt hier herüber, mein Freund, und wir können loslegen. Etwas, das euch bis zum Tee über die Runden hilft. Ein Mitternachtshappen, frühes Frühstück. Tja. Und nun ein Schuss hiervon und eine Prise davon und ein bisschen von dem und ich ein hab Leckeres aus dem ganzen Nordland. Möchtet ihr ein bisschen knuspriges Assad Bitterblatt? Bitte. Hervorragend. Ich kann keine richtige Zaubersch... Was macht ihr da, mein Freund? Wollt ihr mich etwa... Also es braucht wohl eine komplett andere Ablenkung, weil, obwohl sie mit dem Rücken zu uns steht... Ihr seid also zurück. Sieht sie es. Soll ich mir überhaupt die Mühe mit eurer Zauberschnitte machen? Bitte. Ich führe meine Zauberschnitterei hier aus. Nicht da drüben, sondern genau hier. Seid lieber noch nicht satt, seid Hallo. Lieber noch nicht tot. Das Zauberschnittermesser schneidet euer Brot. Was ist das hier für eine Scheiße? Zur Sonnenseite Käse, zur anderen das Fleisch. Was ist da drin? Die Zauberschnitterei. Doch keine Fischeier, oder? Ist, ich hasse Fischeier. Irgendwas war das, Das ist Gekreisch. Echt gut. Das ist eine große Prise scharfe Ochsensaat oben Was drauf, ist das? Ja oder nein? Mir egal, das ist echt genial. Bitte. Hervorragend. Vielen Dank. So satt war ich nicht mehr seit dem letzten Mal, als Mom ihr Abendessen gemacht hat. Rohr? Was war das? Rohr aus beschichtetem Papier? Etwas, das euch bis zum da habe ich aber nur die allmählichen Zutaten, allmählichen Zutaten da. Und ein bisschen von dem. Und ein Quäntchen. Rohr aus beschichtetem Papier. Petersilie? Hey, was macht ihr? Ich hab doch gesagt, ihr sollt da stehen bleiben. Hey, fass das nicht an. Nein. Ach, jetzt kommt die wieder rüber. Ich geb's auf. Ihr seid also zurück. Das ist doch nicht wahr. Soll ich mir überhaupt die Mühe mit eurer Zauberschnitte machen? Bei anderen geht das wahrscheinlich innerhalb von... Die Zauberschnitterei beginnt zwei Umläufen und ich bin jetzt hier beim wievielten? Seid lieber noch nicht satt. Seid lieber noch nicht tot. Das Zauberschnittermesser schmeckt euer Brot. Zur Sonnenseite Käse. Und dieses blöde Gequatsche von ihr die ganze Zeit. Die Zauberschnitterei ist... Irgendwas ich hab Leckeres aus dem ganzen Gekreisch? Nordland. Und wie wäre es mit ein paar fermentierten Mondsamen dazu? Bitte. Hervorragend. Häppchen, ich kann aber auch nichts machen, während sie sich umdreht. Weil sie kriegt's ja direkt mit. Habe ich nicht gesagt, wo wart ihr denn?
Es ist sehr wichtig, dass ihr genau da stehen bleibt, während ich zauberschnittere. Das naja. Ist eine empfindliche Kunst, nur dass ihr es wisst. An dem Tisch kann ich auch nichts machen. Und nun ein Schuss aus beschichtetem Papier. Und eine Prise davon. Gaumenfreuden, und ein bisschen von dem. Und ein Quäntchen von diesem. Möchtet ihr ein bisschen knuspriges Bitterblatt? Oh, alle bitte. Hervorragend. Hilft ein Mitternachtshappen, frühes Frühstück. Ich kann keine richtige Zauberschnitte. Ah, da seid ihr ja. Ich möchte euch noch einmal daran erinnern, still stehen zu bleiben und nicht herumzulaufen, Häppchen, während ich mich der empfindlichen Kunst der Zauberschnitterei widme. Seid lieber noch nicht satt, seid lieber. Merkt ihr, was ich meine? Das Zauberschnittermesser schneidet euer Brot. Zur Sonnenseite Käse, zur anderen das Fleisch. Das ist das dritte Mal, dass sie das sagt. Ist, irgendwas war das, Gekreisch? So, bist du jetzt fertig? Ah, endlich. So. Gut. Hier bitte, genau wie bestellt. Ja, ja, danke. Größtenteils. So, jetzt. Ihr seid also zurück. Wieder mal. Soll ich mir überhaupt die Mühe mit Nein, eurem Zauberschnitt du bist machen? Doch schon fertig. Bitte. Nein, das... Kommt hier herüber, mein Freund. Oh. Und wir können loslegen. Nein. Ich Nimm führe meine Zauberschnitterei hier aus. So nicht da drüben. Nichts anfassen. Mitternachtshappen, frühes Frühstück. Ich biete auch einige Sorten kräftigen... Ihr seht nicht aus wie meine üblichen Kunden. Ihr seid viel größer und irgendwie undeutlich. Sicher, dass ihr kein nettes Häufchen Rinderniere in Essig haben wollt? Nein. Das ist doch zum Mäusemelken. Freunde, also dann sind wir nicht wirklich weitergekommen hier. Mit Bip kann ich mich auch nicht mehr unterhalten. Nein, kann ich nicht. Ich habe die nicht magischen Arzneien, die und er kommt. Braucht. Alles zugelassen und genehmigt. Keine Hexerei. Nee. Nur da hinten an dem einen Stand. Hier. Geräuchertes Elkwarnfleisch, eingelegter Garnelenkäse, ja. Knuspriges Bitterblatt und alles in einem krossen Hefebrötchen. Was war das mit dem Rohr aus beschichtetem Papier? Das ist das Rohr, in das sämtliche alchemistische Zutaten gefüllt werden, wenn man eine bakshevanische Kerze macht. Hier ist Makurias führende Zauberschnitterin. Bereit die... Ihr seid also zurück. Wieder mal. Soll ich mir überhaupt die Mühe mit eurer Zauberschnitte machen? Nein, ich Bitte. Will keine Zauberschnitte. Ich will... Na los, kommt her. Ich will noch die mal das Menü, wo ich wählen gleich. Kann zwischen Zauberschnitte und Feuerblume. Kommt hier herüber, das mein Freund. Und wahr. Wir können loslegen. Etwas, das euch bis zum Tee über die Runden hilft. Ein ich führe meine Zauberschnitterei hier aus. Nicht da drüben, sondern genau hier. Na los, kommt her. Die Zauberschnitterei beginnt gleich. Tja, du kannst mich hier auch nicht bedienen. Und wir können loslegen. Tja. Ich führe meine Zauberschnitterei hier aus. Nicht da drüben, sondern genau hier. Na los, kommt her. Die Zauberschnitterei beginnt gleich. Für mich? Kommt hier Was herüber, ist da drin? Mein Freund. Und Doch, wir können keine Fischeier, loslegen. Oder? Ich hasse... Das ist echt... Vielen Dank. Überall statt. Ich führe Die meine ist gerade durch mich gegangen. Hier aus. Nicht da drüben, sondern genau hier. Ach, meine Nerven. Sie sind am Ende. Definitiv. Na los, kommt her. Die Hallo, ich bin weg. Gleich. Kommt hier herüber, mein Freund. Und wir können loslegen. Oh, ich liebe diese Spielefehler hier drin. Ich führe meine Zauberschnitterei hier aus. Nicht ich stehe überhaupt nicht neben genau dir. Was quatscht ihr mich voll? Bip kommt aber hinterher. Das ist schon mal Na gut. Na los, kommt her. Die Zauberschnitterei beginnt gleich. Nee, warte mal. Kommt hier herüber, mein Freund. Und wir können loslegen. Ah. Ich führe gleich? Meine Zauberschnitterei hier Junge, aus. Nicht da drüben, versuch mal, sondern diese genau Wache hier. Von der Tür wegzulocken. Wird gemacht. Na los, ich kommt wette, hier. Du kriegst mich die nicht. Zauberschnitterei dich, beginnt du kleiner gleich. Scheißer. Kommt hier herüber, mein Freund, und wir können loslegen. Hm. Ach, das war alles? Ich führe meine Zauberschnitterei Junge, hier aus. Versuch mal nicht diese da drüben, Wache von sondern der Tür genau hier. Wird gemacht. Hm.
Na, du bist fett hier. Und lahm. Die Zauberschnitterei beginnt gleich. Warne dich nicht nochmal. Nach dem Kriegsrecht ist es mir erlaubt, mein Schwert gegen euch einzusetzen. Nur, dass ihr es wisst. Freunde, ich gib's auf. Ich führe meine Zauberschnitterei. Ist alles hier irgendwie komplett durcheinander. Würde mich nicht wundern, wenn das Spiel jetzt hier gleich abstürzt. Also, hier stimmt so einiges nicht. Ich lasse es einfach mal unkommentiert stehen. Wir machen hier Schluss und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann hoffentlich mit einem Plan, wie wir da diese komische Frau überlisten können. Und wir können loslegen. Genau. Macht es gut. Bis dann. EveryBoy18. Adieu.